Gut und wieder herzlich willkommen hier aus dem schönen Cube Store in Göttingen. Ich bin der Daniel. Heute ist wieder der André bei mir zu Gast, der wieder keine Kosten und Mühen gescheut hat, sich auf dem Weg von Hildesheim hierher zu begeben, um mir wieder zu helfen, ein schickes Rädchen von Cube vorzustellen, André. Was haben wir hier? Ja, Cube Reaction Hybrid als Easy Entry Variante, das Ganze als SLT Variante. Das heißt, Topmodell. Das Topmodell aus der Baureihe. Das Hybrid. Reaction Hybrid SLT gibt es in drei Farben. Wir haben jetzt hier Goblin in Yellow. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist so ein schöner Grünton mit so gelben Akzenten, sieht man jetzt hier. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Farben. Das kennen wir auch schon vom Reaction Hybrid. Das heißt, wir haben noch das Prism Silver und das Cream. Silver and Cream? Silver and Cream war es, ja. Irgendwie genau. Genau. Das heißt, auch hier haben wir wieder drei Farbvarianten im Prinzip bei dieser Rahmenform zur Auswahl. Das Easy Entry an sich, also tiefer Einstieg oder einfacher Einstieg, wie es heißt, haben wir grundsätzlich bei allen Varianten. Außer den Performance. Außer den Performance-Modellen, genau. Ja, genau. Performance. Dafür haben wir da dann Trapez. Genau, dafür haben wir da Trapez. Bei denen nicht mehr haben. Und was wir beim Easy Entry auch haben, sind die Rahmengrößen S bis XL. Genau. Ja, also du wirst ja wahrscheinlich gleich noch was zum Akku sagen, genau. Daniel. Und das Schöne ist halt, dass wir in allen Rahmengrößen im Prinzip die gleiche Performance bieten können. Genau. Das ganze Bike wiegt roundabout 25 Kilogramm, so wie es jetzt hier steht. Und wir haben den Vorteil, das kennen wir bereits schon von dem Aluminiumrahmen, dass wir auch hier wieder die Aussparung haben für den Gepäckträger. Das heißt, auch hier können wir wieder im Prinzip das ganze Bike zum Allroad umbauen. Genau. Es gibt schon Varianten ab Werk als sogenannte Allroad-Varianten. Das heißt, werden wir auch noch zeigen. Genau, das machen wir sicherlich auch ein Video zu, genau. Feste Schutzbleche sind dran, feste Beleuchtung, der Seitenständer für die Seitenständeraufnahme ist alles im Prinzip nachrüstbar. Gut, an sich, Daniel, eigentlich wieder der technische Part dran. Lass uns einmal gucken, was haben wir hier genau alles verbaut. Genau, es ist ein Tiefeinsteiger-Mountainbike, also das heißt, wir haben hier den Vorteil des Easy Entries, aber die komplette Performance und die komplette Ausstattung wie vom ganz normalen Reaction, ne, SLT. Also das heißt, die komplette Produktpalette, also das komplette Zubehörgeschichte ist alles wie beim Reaction Mountainbike mit der normalen Rahmenform. Ne? So, fangen wir mal oben im Cockpit an. Hier ist der Lenker ein kleines bisschen schmaler wie bei den Fullies. Hier haben wir jetzt nur einen 74er Rise Bar. Reicht in der Regel auch vollkommen aus. Mhm. Ne? Wir brauchen bei dem Rad jetzt nicht so eine Mega-Tragfläche, weil wir auch einfach nicht in den Anwendungsbereichen unterwegs sind, wie jetzt zum Beispiel mit einem 120er, 140er oder 160er. Ja. Ne? Es ist, wie du schon sagst, als Allroad auszustatten und so ist es tatsächlich halt auch zu sehen. Mountainbike ist immer so ein großer Überbegriff. Man denkt immer, oh, Mountainbike, muss jetzt was Ruppiges sein, da muss es krachen gelassen werden. Ist in der Regel eigentlich nicht so. Wir haben hier einfach ein breites Spektrum, was wir abgreifen können. Wir können sowohl auf Asphalt fahren, aber auch mal Blinker links setzen und können mal ein bisschen beschottete Feld- und Waldwege fahren. Ja, also ich sag mal, die Grenzen sind ja manchmal auch so ein bisschen schwimmend. Genau. Cube selbst, wenn man sich auf der Homepage mal umschaut, sagt selbst Alltag aus, Abenteuer an. Finde ich einen coolen Slogan, gerade für definitiv. Das Bike. Letztendlich fasst es eigentlich das auch genau zusammen. Wir können das Bike im Alltag bewegen, wenn wir es beispielsweise als Allroad ausgestattet haben. Das heißt, Gepäckträger möglich, Seitentaschen möglich, Korb drauf möglich. Genau. Je nachdem, was man sich für einen Gepäckträger aussucht. Weg zur Arbeit, alles ist damit einfach möglich. Genau, und das heißt, auch Arbeitswege vielleicht, so ein bisschen durch die Feldmark, Schotterwege etc. Wir haben hier auch schon sehr, sehr stabilen Reifen drauf. Genau. Also im Prinzip alles möglich. Genau, gut, dann wollen wir mal so ein bisschen zu den Details kommen. Sind wieder hier mit dem Cube-Vorbau ausgestattet, ACR-Steuersatz, logischerweise, wo wieder alles schön verschwinden kann, damit auch das Cube-Symbol vorne schön zur Geltung kommt. Ne? Finde ich einfach eine saubere Sache, kommt überall da raus, wo es gebraucht wird, ne? Die Hydraulikleitung oder dann der Bautenzug fürs Schaltsystem. Genau. Sind von der Bremsanlage hier schon, dadurch, dass wir im SLT-Modell sind, sind wir in der Top-Variante ausgestattet. Wir haben die BRMT 8120, ist eine Vierkolben-Bremsanlage. Haben wieder den schönen One-Finger-Hebel oben, dass wir auch wirklich mit einem Finger wirklich die Bremsanlage ganz, ganz toll ansteuern können. Die geht runter zu den Vierkolben-Bremsanlagen beim SLT. Hat Cube mal wieder ein paar S-Deck-Scheiben spendiert. Finde ich ganz cool. Sehen erstens mal optisch geil aus, gerade weil es auch beides 203er-Scheiben sind. Auf jeden Fall, genau. Das sieht halt optisch wirklich geil aus. Hinten hält es auch eine 140er oder eine 160er oder eine 180er getan. Ne? Muss man nicht so immer übertreiben, aber das Auge ist mit. Ne? Für mich als Symmetrie-Fan ist das top. Ja, Auge ist natürlich mit. Ja, genau. Wie gesagt, wäre nicht nötig gewesen, sieht aber halt auch wirklich geil aus, muss man sagen. Ne? Eisdeckscheiben sind im Kern Aluminium, außen sind sie aus Stahl. Das bedeutet, wir haben noch mal Gewicht zusätzlich gespart und die kühlen halt auch sehr, sehr schnell runter. Und halt die thermische Entkopplung sozusagen. Genau. Das heißt, die Bremsenergie, die Hitze, die durch Reibung entsteht, bleibt im Prinzip im äußeren Reibring. Genau.
ne, und überträgt sich nicht auf den Kern. Dadurch haben wir halt auch weniger Verzug. Ja, natürlich. Ja, interessant. Das ist halt, ne, was der ein oder andere immer, mich stört es jetzt immer nicht so, wenn die Bremse hier und da mal ein bisschen schleift. Aber klar, wenn man jetzt auf dem ruhigen Fahrradweg unterwegs ist, hat keine Autoeinflüsse und so weiter, dann hört man natürlich jedes kleine Schleifen. Klar. Das nervt. Das passiert dir mit den Eistec-Scheiben halt dementsprechend nicht so oft. Mhm. Ne? Schaltsystem sind wir hier, weil es Top-Variante ist, von oben bis unten schon im XT-Bereich. Ne? Also wir haben oben den 8100er Trigger drauf. Beim XT-Trigger ist halt immer schön, wie ich schon das ein oder andere Mal gesagt habe, wir können beide bequem mit dem Daumen schalten und können halt auch zwei Gänge auf einmal mit dem Daumen runterschalten, können aber auch nach wie vor beide, also den oberen auch mit dem Zeigefinger noch zusätzlich schalten, wie einem das am liebsten ist. Ne? Finde ich halt cool, dass man da bei Shimano die Möglichkeit hat. SRAM bietet das nicht, da schalten wir halt nur mit dem Daumen. Genau, und auch die Kombination ist ja hier auch ganz interessant. Dadurch, dass es beides von Shimano ist, hat man im Prinzip auch nur eine Klemmstelle. Genau. Das bedeutet, der Geberzylinder von der Bremse und auch der Trigger ist im Prinzip an einer Schelle zusammengefasst, finde ich. Sieht auch wieder cleaner. Es wird auch wieder ein Stück weit cleaner, wieder ein Stück weit Gewicht gespart. Ne, du kommst ja nachher noch zum Gewicht. Mein Mann der Zahlen ist immer der André. Aber dann mache ich jetzt mal meine Aufgabe weiter. Die führt mich jetzt nach hinten zum Schaltwerk. Hier haben wir jetzt das Shimano BAMT 8100er, 12-Gang-Schaltwerk. Ritzelübersetzung ist 10, das kleinste Ritzel, 51, das größte Ritzel. Super Schaltentfaltung, wie gesagt, 12 Gänge. Reichen vollkommen aus. Ja, also gerade auch für den Uphill auf jeden Fall auch gutes ausreichend. Gutes Bergsteigerritzel dabei nochmal. Ne, das passt wirklich alles super. Ist auch ein Shadow Plus Schaltwerk. Sieht, finde ich, auch wirklich schick verarbeitet aus an dem Rad. Gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ja. Logischerweise die Vierkolben-Bremsanlage auch im Hinterrad. Ne? Der eine oder andere macht ja vorne Vierkolben, hinten Zweikolben. Würde in der Regel auch reichen, aber sieht halt auch wieder mega verschärft aus. Und gerade, wie gesagt, für die Damenwelt, man kann es halt, auch wenn man nicht so, sagen wir mal, kraftvolle Hände hat oder nicht so große Hände hat, kann man sich es mit der Griffhalteneinstellung wirklich super individuell aufs Handgelenk einstellen und kann es wirklich ganz, ganz weich ansteuern. Also wir brauchen ganz wenig Kraft, um das Fahrrad wirklich zum Stoppen zu bekommen. Und das finde ich bei einem Rad, was ja, sagen wir mal, ein kleines bisschen schwerer als ein konventionelles Rad ist, finde ich das wirklich super. Ja. Federgabelsystem haben wir hier die Fox AWL. Das ist eine Federgabel mit 34 Standrohren. Sehr massives Federgabelsystem. Kennen wir auch aus diversen Mountainbikes, auch anderen Mountainbikes. Genau. Luftfedergabelsystem, logischerweise der Lufteinlass auf der linken Seite vom Fahrer aus gesehen. Auf der rechten Seite dann der Lockout, wo wir uns die Gabel sukzessive blockieren können, bis die Gabel halt völlig steif ist. Gerade wenn man mal mit Hängerbetrieb fährt. Ne? Finde ich das immer schön, wenn man dann auf Asphalt unterwegs ist, die Gabel einfach blockieren kann. Dass wenn man wirklich mal eine Gefahrenbremsung macht, die Gabel in der Regel nicht volles Programm vorne eintaucht, weil der Hänger von hinten schiebt. Das heißt, wir haben einfach direkte Bremswirkung. Mhm. Ne? Finde ich einfach eine schöne Sache. Genau, Anhänger, gut, dass du es ansprichst. Wir haben hier vorne und hinten auch wieder Steckachse. Ja, 15 mm. Das heißt, hier auch mit der originalen A-Sit-Steckachse einfach möglich, im Prinzip ja Kinderanhänger, Hundeanhänger etc. dann auch wirklich einfach anzubauen. Ja. Das Gesamtsystemgewicht finde ich mit 160 Kilo auch wirklich viel. Hab ich. Ja, also da kannst du auch noch mal ein kleines bisschen was in den Kofferraum vom Hänger hinten reinmachen, ein bisschen Wocheneinkauf oder mal, wenn man mal einen längeren Ausflug für einen Tagesausflug mit den Kindern macht. Ne, finde ich einfach eine Runde, finde ich einfach wirklich eine komplette Sache. André, weiß nicht, ob er es eben schon angesprochen hat. Wir haben hier in der Rahmengröße S wieder ein Size-Split. Ansonsten fahren wir mit 29. Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen, genau. Ansonsten fahren wir mit 29 Zoll. Size-Split bedeutet 27,5 Zoll Bereifung. Das heißt, Radstand wird kürzer, für die kleinere Person dann natürlich super zu fahren. Ne? Finde ich wirklich eine spitzen Sache. Und dass da wirklich individuell auch auf die verschiedenen Fahrer eingegangen wird. Ne? Bereifung ist hier der Smart Sam. Ist überarbeitet, muss man sagen. Genau, ist auch schon ein neues Profil. Genau, das ist der Active jetzt, ne? In 2,6er Reifenbreite. Hat wieder das die Lauffläche in der Mitte. Die Außennoppen sind aber anders angeordnet. Das bedeutet, die sind wirklich ein bisschen breit gefächerter angeordnet. Der wirft einfach besser ab. Hatte der alte Smart Sam hier und ein kleines bisschen Probleme. Aber da hat natürlich Schwalbe, die lassen sich da nicht lumpen. Die reagieren da natürlich. Und gerade jetzt hier in der Top-Variante ist der jetzt schon verbaut. Finde ich, ist ein super toller Reifen. Ich habe ihn jetzt selber auf meinem Lastenrad auch drauf. Und sonst sind wir den alten Smart Sam gefahren, fahre jetzt den neuen. Und bin ich super zufrieden mit. Ist laufruhig auf Asphalt. Ich höre wirklich ist wenig, ja, wenn Maximaldruck fährt, aber er greift wirklich gut zu, wenn es sein muss. Ne? Ich selbst fahre ihn auf meinem 120er ABS, auch Hybrid. Ja. Toller Reifen. Einzige, die Frage habe ich schon öfter mal gestellt bekommen, der ist leider auch nicht tubeless ready. Nein. Ne? Das heißt, den dürfen wir nur mit Schlauch fahren tatsächlich. Ja, wollen wir aber auch mal sagen. Ne? Also der Smart Sam, das ist jetzt wirklich ein
ja, das ist ein Allrounder. Das ist jetzt kein Reifen für Räder, die ja, sich im Tubeless-Bereich bewegen, wo Tubeless Sinn macht, sage ich jetzt mal. Ne? Hier, die gibt es ja dann auch im Pannenschutz, den Smart Sam. Genau. Ne? Das halt wirklich, habe ich zum Beispiel als Plus drauf. Ne? Den gibt es im Pannenschutzbereich. Ja, da brauchst du auch kein Tubeless zu fahren. Ne? Also das ist für den Normalsterbliche, wird sich den Aufwand nicht machen, sich einen Tubeless-Reifen fertig zu machen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nein. Und ich sag mal auch, die Reifenbreite an sich, das ist auch wirklich ein sehr komfortabler Reifen. Ja, 2,6 ist genau, happig, ich finde, rein optisch passt er auch gut zum Rad. Ja. Ne? Also du wirst ja gleich noch was zum Akku sagen. Genau. Hier ist natürlich wieder ein riesen Batteriepack drin. Ja. Ich finde es dann immer, wenn ich dann so einen 2,25er habe oder 2,35, teilweise ein bisschen... Also ich finde es mit dem 2,6er optisch... Genau, gerade wenn dann halt auch mal nochmal Lasten mitgenommen werden und wir wirklich in die Nähe von dem zulässigen Systemgewicht kommen, finde ich es immer gut, wenn der Reifen ein bisschen breiter ist. Ja, absolut. Ne? Hilft ja auch beim Bremsen dann. Ne? Genau, Drive Unit, wie bekannt bei Cube, in der Regel eigentlich im kompletten Mountainbike-Portfolio, außer die... Die Performance-Modelle, genau. Sind wir hier mit der maximalen Motorpower ausgestattet, 85 Newtonmeter Drehmoment. Kleiner VW Polo, also der erste VW Golf hatte, glaube ich, damals 77, wenn ich mich richtig erinnere. Also sind wir über Autoniveau. Ne? Also da haben wir schon wirklich ein sehr, sehr kraftvolles Antriebssystem. 750 Watt Akku ist verbaut, bis in die kleine Rahmengröße durch das Modular Battery System. Also auch bis in die S-Rahmengröße ist hier der 750 Watt Akku also auch die maximale Reichweite und die maximale Akkupower. Oben im Cockpit haben wir, wie bekannt, wieder das Kiox 300 mit der LED-Remote sitzen, wo wir die Möglichkeit haben, flexibel uns die ganze Geschichte zu gestalten. Wir können die Smartphone-Grip drauf machen, können uns die sprachgesteuerte Navigation mit Geländeansicht laufen lassen oder den Ride-Modus, können gänzlich ohne Display fahren. Ne? In den etwas niedrigeren Varianten, in der Pro-Variante ist zum Beispiel noch keine Display-Einheit dabei. Kann man sich frei konfigurieren, was man drauf haben möchte. Genau, und das ist ja das Schöne. Ja. Wir haben es ja das eine oder andere Mal schon erwähnt. Dadurch, dass wir bei Cube im Prinzip immer das gleiche System haben, also wir haben ja im Prinzip, es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber grundsätzlich eigentlich immer das Smart-System. Dadurch hat der Kunde auch die Möglichkeit, entweder ganz ohne zu fahren. Ich glaube, du in deinem TM fährst es ja sowieso komplett ohne. Oder man sagt halt, nö, ich hätte gern das kabellose Intuvia 100 Display. Genau. Auch etwas größer tatsächlich. Genau. Ne? Und auch beleuchtet. Ne? Und auch beleuchtet, genau. Oder halt dann doch das Kiox-Display, wo man alternativ vielleicht auch den Smartphone benutzen kann. Also finde ich im Großen und Ganzen total gut. Ich sag mal, wenn Bosch was anfasst, dann machen sie es auch richtig. Na, dann machen sie es durchdacht. So kennt man es. Und deswegen, ich bin Bosch-Jünger. Ich fahre schon seit 2013 Bosch-Motoren. Nie ein Problem gehabt, nie Motorausfälle gehabt. Und ich sage auch einfach, wenn es jetzt nicht wirklich ein Chargen-Problem ist und der Motor nach 3-4 Wochen schon den Hintern hochmacht, halten die Dinger ewig. Ja. Die halten ewig. Also die kriegst du in der Regel nicht kaputt. Ich sehe es in meinem Lastenrad, ich hole da Holz mit aus dem Wald. Das Ding macht einfach alles mit. Ne? André, was mich jetzt noch interessieren würde, was das Schätzchen wiegt und was das Schätzchen kostet. Genau, mit dem Gewicht sind wir knapp unter 25 Kilogramm. Das ist okay. Damit liegen wir, ich denke, im normalen Bereich. Knapp 24, glaube ich, in der M-Variante. 24,8, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, genau. Gut, wenn man natürlich jetzt noch gegebenenfalls Schutzbleche, die ja aus voll recyceltem Kunststoff sind, also die sind nicht so schwer, aber vielleicht nur ein Gepäckträger nachrüsten, vielleicht noch die ein oder andere Beleuchtung, kommt man natürlich, ich sag mal, in die Richtung 25 Kilogramm Ständer, genau. Im Großen und Ganzen ist es jetzt kein Superlight E-Bike, da gibt es, glaube ich, andere Modelle. Ich finde Gewicht ganz kurz. Ist ein solider Gleiter. Genau, ganz kurz nochmal vielleicht. Ich finde Gewicht eigentlich auch nicht immer negativ, weil gerade wenn wir mit was fahren, was Moto unterstützt wird, ist es eigentlich, ne, früher kennt man es noch, bei den alten 328er M-BMWs haben sie sich Heizkörper hinten reingelegt, damit sie eine bessere Traktion haben. Gewicht ist immer gleich Traktion. Das darf man, ne, ich sehe das in der Regel als positiv an. Natürlich soll das Ding keine 40 Kilo wiegen, aber ein Stück weit mehr Gewicht ist gar nicht so dramatisch. Also wir merken es ja auch immer wieder, wir sind ja auch relativ häufig beim Trail unterwegs. Umso leichter das Fahrrad wird, umso besser muss man das Fahrwerk auch einstellen. Ja, ne? Genau, natürlich. Ne, umso leichter das Bike wird, umso eher neigt es dann dazu zu springen. Genau. Ne? Es wird dann unruhig und zum Beispiel, wenn man jetzt so ein 160er Stereo Hybrid fährt, merkt man ja schon, dass das Eigengewicht doch das Fahrwerk viel, viel feiner arbeiten lässt. Klar. Wenn man vielleicht noch ein schönes Fox-Fahrwerk drin hat. Oder ein Rockshox. Lass uns aufhören, Fach zu simpeln. Ja. Sag mir, was das Mäuschen kostet. 4.399 Euro. Die Top-Variante unter 5.000. Absolut. Ne? Und selbst wenn ich jetzt wirklich dann den Allroad-Umbau mit dem großen Kreuz ganz unten all-in... Sind wir immer noch für unter 5. Sind wir unter noch, genau. Ja, exakt. Immer noch unter 5. Da muss ich sagen, klar, große XT-Bremsanlage, großer Akku, großer Motor, Kiox-Display, es lässt mal wieder keine Wünsche offen. Guter Job, würde ich sagen. Danke an Cube. Ja, vielen Dank. Nee, also verkauft sich auch gut, die Nachfrage ist auch da und ich glaube gerade die
die Variante mit dem tiefen Einstieg, die ja doch, ich sag mal, die eine oder andere Geländefahrt auch zulässt, ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung, wenn man sagt, okay, das Supreme ist mir doch zu viel Cityrad, aber ein Trapez möchte ich vielleicht auch nicht haben, dann wäre das im Prinzip jetzt hier so das Mittel der Wahl, dass man sagen kann, damit kann ich ein sehr breites Spektrum abbieten. Ja, hatten wir ja im ein oder anderen Video schon drüber gesprochen. Wenige Hersteller haben den Mut, wirklich einen Tiefeinsteiger-Mountainbike zu bauen. Und das ist es einfach. Ich finde, das ist super, weil das ist eine Nische, die müsste bedacht werden. Ich habe ganz oft Kunden, die genau sowas suchen. Ne? Und da bin ich froh, dass ich sie bedienen kann. Ja, absolut. Nee, ist ein tolles Rad. André, ich bedanke mich wieder bei dir, dass du hier bei mir zu Besuch warst und dass du wieder ein cooles Rad mit mir vorgestellt hast. Das wird jetzt gleich rüber bei uns in die heiligen Hallen geschoben. Geht und dann wieder direkt in den Verkauf. Wird es auch nicht lange Aufenthalt haben. André, dann hoffe ich, dir hat es wieder gefallen. Ja, Dani, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich natürlich wieder gefreut, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Vielleicht können wir ja noch mal schauen, das eine oder andere Bike hast du ja noch stehen. Ja, vielleicht finden wir für euch noch ein interessantes. Wenn ihr da irgendwie Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es uns gerne in den Kommentaren rein. Wir gucken, was wir machen können. Genau. Ne? Ansonsten würde ich sagen, gerne ein Abo dalassen, gerne einen Kommentar dalassen, irgendwelche Fragen einfach unten in die Leiste reintackern. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, freuen uns, dass wir euch wieder ein bisschen was mitgeben konnten und sagen erstmal auf Wiedersehen und bis bald. Macht's gut. Ade. Danke, tschüss.